In der Furniererei bin ich dafür zuständig, das Furnier zuzuschneiden. Sprich, ich entscheide, wie das Instrument am Schluss aussieht. Wie entsteht das schönste Bild? Da müssen wir gucken, wie die Front aussieht bei dem Flügel, wie der Rimm aussieht, dass alles zueinander passt, dass es harmonisch ist. Dass die Maserungen durchlaufen, also da gibt es ganz viele Sachen, auf die man achten muss. Und das lernt man auch nicht über Nacht. Also ich schneide es zu, habe mir dabei was gedacht und ein anderer Kollege leimt die Einzelteile auf. Der muss natürlich genau wissen, wo soll was hin, wie passt es nachher zusammen. Ja, letztendlich habe ich die einzelnen Teile und die zugeschnittenen Kanten. Dann mische ich mir halt Leim am Anfang des Tages und danach geht es dann halt los und streiche die Kanten mit dem Leim an, spanne das in die Modelle ein, die wir dafür haben. Wenn das dann soweit fertig ist, feile ich die Teile bündig bzw. fräse die Teile, die Kanten bündig und danach wird noch einmal leicht übergeschliffen. Wenn es dann fertig zusammengebaut ist und lackiert ist, sehen wir, hat alles gepasst oder nicht. Jedes Instrument, was wir fertigen, ist halt ein Einzelstück, das gibt es so nicht nochmal. Dadurch, dass wir halt viele verschiedene Holzarten haben, man sieht immer wieder was Neues. Ist natürlich auch interessant, wie die Bäume theoretisch so gewachsen sind. Wir nennen es bunte Instrumente, das was furniert ist. Und ja, das macht mir persönlich viel Spaß, weil wie gesagt, jedes sieht unterschiedlich aus. Für diese Abteilung würde ich sagen, braucht man schon ein bisschen Geschick im Umgang mit Furnier, mit dem Holz. Dadurch, dass sich das ja durchs ganze Instrument zieht. Auch ein bisschen Ruhe teilweise. Es ist recht filigrane Arbeit, sage ich mal, weil das Furnier halt sehr dünn ist. Hier bei Steinway hat man eine recht familiäre Atmosphäre. Man hat viele nette Arbeitskollegen, da stimmt das Klima auch. Man kann über vieles reden und die Leute sind hilfsbereit hier. Also wenn man morgens hier anfängt, kommt man, wie gesagt, meistens mit einem guten Gefühl her. Man hat Lust auf die Arbeit, sage ich mal. Ja, und wenn man erstmal dabei ist, dann läuft theoretisch alles von allein, ne? Die Handgriffe sitzen dann, genau.